Ein User hat sich gewünscht, dass ich mir den VPN Mulwatt VPN mal genauer anschaue. Dem Wunsch leiste ich jetzt Folge und habe mir als erstes die Geschwindigkeit angeschaut. Und hier macht Mulwatt einen sehr guten Eindruck. Ich habe bei allen Servern, die ich getestet habe, so gut wie die volle Geschwindigkeit bekommen. Rechts seht ihr meine Geschwindigkeit ohne VPN, sind 100 Mbit und ca. 6 Mbit Upload. Egal wo ich getestet habe, ich bin ziemlich nah an das gekommen. Man hat immer ein bisschen Verlust wegen OpenVPN, das ist ganz normal. So nah bin ich selten an die hohen Werte gekommen. Also das ist sehr gut. Was den Eindruck etwas trübt, ist die Latenz. Die ist etwas in den Keller gegangen. Ohne VPN hatte ich eine Latenz von 39 Millisekunden zum Google DNS Server. Mit VPN einmal 58 und einmal 59 Millisekunden. Die Tests habe ich immer mit Nachbarländern von Deutschland gemacht. Ist aber alles noch im grünen Bereich. Kommen wir zur Nutzerfreundlichkeit und da sieht es nicht wirklich gut aus für Mulwatt. Es wird eine eigene Software geliefert, aber die ist mega unübersichtlich und als würde das nicht reichen, muss man auch noch einige Einstellungen in so einem Texteditiermodus vornehmen und manche können in der Software vorgenommen werden, manche können auch in beidem vorgenommen werden. Ich weiß nicht genau, welche er dann zieht von beiden. Um zu verstehen, was man ändern kann, muss man sich auch noch die Online-Dokumentation durchlesen. Also ja, könnte besser sein, aber ich muss auch sagen, man hat sich da schnell dran gewöhnt und wenn man halt einmal seine Wunschkonfiguration eingestellt hat, dann braucht das auch nicht weiter stören. Kommen wir zu den Features und darum sieht es wieder ganz gut aus. Wie gesagt, OpenVPN wird unterstützt, eine eigene Software wird geliefert. Es gibt eine Leak Protection gegen WebRTC und gegen DNS-Leaks. Es sind Verbindungen auf Port 443 und TCP möglich. Obfuscation Proxy wird eingesetzt. Das ist eine Technik, ähnlich wie der S-Tunnel, die es einem ermöglicht, sich durch Firewalls durchzuverbinden, die die Packet Inspection betreiben, wie zum Beispiel die chinesische Firewall. Port Forwarding, also die Weiterleitung von Ports, wird unterstützt. Auch das haben nicht viele VPNs im Angebot. Insgesamt gibt es 113 Server, die habe ich auf der Homepage mal zusammengezählt. Ich hoffe, ich habe da keinen Fehler gemacht. Und ja, in 25 Länder kann man sich verbinden. Auch das geht völlig in Ordnung. Kommen wir also zur Sicherheit. Wie gesagt, nochmal OpenVPN, gute Verschlüsselung. Stealth VPN mit Obfuscation Proxy, kein IP-Leak, kein IP-Logging. Laut eigenen Angaben der Killswitch, der funktioniert nicht so, wie ich mir das gewünscht hätte. Der funktioniert zwar ordnungsgemäß, wie das angedacht ist von Mulwatt, aber was mich dann immer nervt ist, ich kann beim manuellen Reconnecten oder beim Ändern des Servers, zu dem ich mich verbunden habe, dann habe ich ein Problem, weil da muss ich mich erstmal disconnecten, dann zieht der Killswitch nicht mehr, dann muss ich mich neu verbinden und erst dann bin ich wieder im VPN-Netzwerk. Also das heißt, wenn ich einen Torrent laufen habe, muss ich den anhalten, muss den Server wechseln und kann den Torrent wieder starten. Gibt zwar den Killswitch, aber der ist nur dafür da, wenn es halt irgendwie eine technische Störung gibt, dann sorgt er dafür, dass keine Pakete außerhalb des VPNs laufen. Kommen wir zum Support. Es gibt verständliche Leitfäden, ist alles gut erklärt im Internet. Der Mail-Support antwortet minutenschnell und unterstützt Verschlüsselung. Kommen wir zum Preisen, das sieht auch gut aus. 5 Euro zahlt man, auch wenn man nur einen Monat nimmt und es ist egal, wie lange man den Vertrag abschließt. Am Ende zahlt man immer 5 Euro im Monat und das ist wirklich sehr günstig. Wenn man dann aber wieder die Preise vergleicht für einen Jahresaccount für 60 Euro, ist es etwas teurer, weil das halt ein recht starres und unflexibles Angebot ist. Die Wertung gibt es wie immer in meinem Blog, Link blende ich hier ein und dort gibt es dann auch einen Wertungskasten mit Fazit. Schau doch mal rein.